Warum allein, wenn es auch zusammengeht? Die Überlegung kann man sich auch beim Stromproduzieren machen. Warum nicht zusammen eine Solaranlage installieren und so auch zusammen profitieren? Ja, Rita Kuhn, die Möglichkeit gibt es ja schon. Ja, korrekt. Das nennt man Zusammenschluss zum Eigenverbrauch oder kurz einfach ZEV. Was ist das oder was ist der Vorteil von so einem ZEV? Ja, ein ZEV lohnt sich vor allem, wenn Sie mehr als 40 Wohnungen haben. Dort haben Sie dann verschiedene Verbraucher, sodass Sie eben den Solarstrom wirklich verschiedenen Leuten zu verschiedenen Zeiten geben können. Allenfalls sind dann auch mehr als ein Elektroauto und Sie können auch den Strom brauchen für die Wärme produzieren. Das heisst, es würde sich dann wahrscheinlich auch finanziell lohnen? Ja, korrekt. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite profitieren Sie von der Solarenergie, die dann preiswert ist. Auf der anderen Seite tun Sie für den Strom, den Sie vom Netz beziehen, ebenfalls profitieren, weil Sie dort einen besseren Tarif haben, weil Sie auch ein grösserer Verbraucher sind. Wie so eine ZEV kann funktionieren, das sehen wir jetzt am Beispiel von einer Überbauung an der Tripschen Strasse in der Stadt Luzern. Hier an der Tripschen Strasse auf dem Dach hat es nämlich gut 200 Photovoltaik-Module. Von dem Strom, den die produzieren, können alle Parteien in der Überbauung profitieren, erklärt der Projektleiter für Energiesystem, Marco Stefan. Das Objekt ist aufgrund der Größe und vom Mix von verschiedenen Mietern in diesem Gebäude, bestehend aus Wohnnutzung, Gewerbnutzungen, Elektroladestationen und Wärmepumpen, sehr gut geeignet für so ein Modell. Der Strombedarf verteilt sich durch das über einen ganzen Tagesverlauf, was eine optimale Voraussetzung ist für eine PV-Anlage. Dass so eine ZEV zustande kommt, müssen verschiedene technische Voraussetzungen erfüllt sein. Beispielsweise eine minimale Größe der Photovoltaikanlage. So ein ZEV ist immer mit einer gewissen Komplexität verbunden. Es ist darum wichtig, dass das Ganze super aufgeleist und betrieben wird. Genau aus diesem Grund macht es auch Sinn, jeweils das Gesamtenergiesystem zu betrachten, um eine optimale Lösung zu realisieren. Der Strom, der von der PV-Anlage bezogen wird, tut DWL separat ablesen und abrechnen. Jeder Mieter hier in der Überbauung kann also von diesem Modell profitieren. Es ist jetzt aber so, dass jemand, der ganz bewusst an einem sonnigen Mittag seine Waschmaschine laufen lässt oder sein Elektroauto lässt, speziell von dem günstigen Solarstrom profitiert. Wir können das abbilden, indem wir viertelstündlich sowohl den Verbrauch wie auch die Produktion messen und das so nach einer verbrauchsabhängig eigentlich den Mieter in Rechnung stellen können. Wer es also clever macht, muss bei der Stromrechnung weniger zahlen. Weil der Solarstrom lokal produziert wird und lokal verbraucht wird, ist er günstiger als der Strom am Stromnetz. Entsprechend ist es immer interessant für den Endnutzer, dass er Solarstrom anstatt Netzstrom bezieht, weil er so einen günstigeren Stromtarif bekommt. Je nach Gebäude macht das mehrere Rappen pro Kilowattstunde aus, wo man dank dem Solarstrom sparen kann. Ja, so eine ZEV bringt Vorteile mit sich, aber schon auch noch recht Arbeit, vor allem im administrativen Bereich. Ja, ein ZEV ist tatsächlich recht komplex, aber natürlich können wir Ihnen da helfen. Es fängt an mit der Infrastruktur, die Sie brauchen, dann eben den ganzen administrativen Teil, aber auch die Abrechnung, die wir dann natürlich machen können. Ja, gerade die Abrechnung ist sicher einer der wichtigsten Punkte, oder? Ja, das ist so. Wir liefern zum einen die Messinfrastruktur, tun, ja, werden mal auswerten und dann natürlich auch in eine Rechnung hineinbringen. Dort schauen wir wirklich, dass wir alle Viertelstunde schauen, wie viel Anteil Solarstrom, wie viel Anteil vom Netz beziehen sie, sodass es auch wirklich für jeden die richtige Abrechnung gibt. Jetzt sind 40 Haushalte relativ viel. Es ist sehr gross, was so eine ZEV Sinn macht. Macht das auch Sinn, wenn es weniger sind, wenn es kleinere Anzahl an Häusern sind? Ja, wie gesagt, eben, bei einem ZEV ist das relativ komplex und darum haben wir ein Alternativprodukt, das nennen wir Eigenverbrauchoptimierung. Dort ist eigentlich ganz gleich. Sie brauchen auch Solarstrom gemeinsam. Die ganze Abwicklung ist aber wesentlich einfacher. Haben Energiekonzerne mit EWL überhaupt das Interesse daran, dass die Leute selber den Strom produzieren? Ja, auf der einen Seite möchten wir sicher mit der Zeit gehen, möchten uns auch diesen Herausforderungen stellen. Auf der anderen Seite ist es für uns auch sehr interessant, wirklich so ein Energiesystem richtig zu planen und dann auch richtig zu betreiben. Das kann so weit gehen, dass wir eben auch dann im Netz davon profitieren können, dass wir allenfalls weniger Kosten auf dieser Seite haben. Also Win-Win-Situation. Rita Kuhn, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, der Vierwaldstättersee ist in meinen Augen einer der schönsten Seen. Aber der Vierwaldstättersee, der sieht nicht nur gut aus, der ist auch noch praktisch. Seeenergie ist Stichwort. Wie die EWL dank dem Vierwaldstättersee heizt und kühlt, das sehen wir nächste Woche. Bis dann, ade miteinander.